Danke. Ich möchte mich ganz kurz anschließen an die Ausführungen meines Vorredners und noch mal ganz klar betonen, dass wir hier über das Betäubungsmittelgesetz sprechen. Und das Betäubungsmittelgesetz hat als Schutzzweck die Volksgesundheit. Und ich höre hier immer wieder Jugendliche, die Gefahr für Jugendliche, früher intensiver Konsum. Das ist alles korrekt. Aber das Betäubungsmittelgesetz ist bitteschön nicht dafür da, genau diese Risikogruppe zu schützen. Da gibt es eigene Regularien. Da verkennen Sie mit Verlaub als Mediziner die strafrechtliche und verfassungsrechtliche Zielsetzung des Strafrechts als Ultima Ratio. Es gibt das aktuelle Beispiel, das Gesetz zum Schutz von nicht ionisierender Strahlung bei einer Anwendung am Menschen ist speziell für Jugendliche gemacht, damit diese nicht mehr in Solarien gehen, weil dort die Gefahr für Jugendliche speziell erkannt wurde. Kein Mensch, auch nicht der Gesetzgeber, wäre auf den Gedanken gekommen, hier eine Bestrafung jeglicher Solarienbesucher zu instruieren, um Jugendliche zu schützen. Das jugendliche Schutzbedürfnis vor intensivem Konsum, ich glaube, das ist allen klar, aber doch bitte nicht mit dem schärfsten Schwert und doch bitte nicht auf Kosten der großen Mehrheit an Erwachsenen, dessen Konsum die ganzen schädigenden Folgen, die bei jugendlichem Konsum eintreten, die diesbezüglich, wo überhaupt gar keine Gefahr besteht. Das ist mit Kanonen auf Spatzen schießen. Da werden Leute kriminalisiert, bezüglich derer gar kein Gefahrpotenzial festzustellen ist. Das möchte ich deutlich betonen. Die Zwecke des Betäubungsmittelgesetzes werden hier stets außer Acht gelassen. Das ist die Volksgesundheit und Jugendliche sind ein wichtiger, aber auch nur ein Teil der Volksgesundheit. Wenn es darüber hinausgeht, um Jugendschutz geht, ich kann mich nur anschließen, eine Kontrolle, ein Schutz auf dem Schwarzmarkt ist gar nicht möglich. Das Gleiche betrifft die THC-Gehalte. Ich komme jetzt zur Antwort meiner eigentlichen Frage. Es wird hier vielfach mitunter mein Empfinden aus subjektiven Empfindungen heraus von einem massiven Anstieg der THC-Gehalte gesprochen. Massiver Anstieg. Es handelt sich nicht mehr um eine harmlose Substanz. Cannabis sei zu den harten Drogen zu zählen. Es gilt, nur einen Blick auf eine Statistik zu werfen, die, glaube ich, jeder erkennen kann, wonach man sieht, dass seit 1997, und das sind immerhin 15 Jahre, gibt es keinerlei Anstieg nach BKA, nach den Kriminalämtern, nach den Auswertung der beschlagnahmten Menge gibt es keinen Anstieg des THC-Gehaltes. Es ist stagniert, was Marihuana angeht. Es ist sogar rückläufig, was Cannabis-Harz angeht. Dieses Argument, wo immer das auch herkommt, ist statistisch nicht unter keinem Gesichtspunkten, weder national noch im europäischen Hinblick zu belegen. Unter keinem Gesichtspunkt. Ich würde gerne die Studien sehen, außerhalb jeglicher persönlicher, beruflicher Erfahrung, die mir zeigt, wir haben hier die Anhalte. Und selbst wenn die THC-Gehalte als unerwünscht erachtet werden, ist auch das eine Folge der Prohibition. Ich kann es nur wiederholen. Es kann nicht zur Begründung derselben herhalten. Nur wenn wir das kontrollieren, wenn es staatlich kontrolliert ist, können auch die THC-Gehalte kontrolliert werden. Alles, was verboten ist, findet keine Kontrolle statt. Das hat uns schon die Alkoholprohibition in den Staaten gelehrt. Danke.